Ja, wir reden heute über ein ganz spannendes Thema, und zwar lustvoll gebären. Da kennst du dich besonders gut mit aus, du bist ja auch Hebamme, und erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du denn auch so zu diesem Thema gekommen, dass du es denn auch im Internet verbreiten wolltest? Ich bin relativ spät Hebamme geworden. Ich hab damit schon in der Ausbildung begonnen. Wir sollten eine Jahresarbeit schreiben, so ein bisschen wie eine Diplomarbeit, über ein Thema, was wir selber wählen konnten. Und ich habe mich dann entschieden, nicht über irgendein herkömmliches medizinisches Thema zu schreiben, sondern wirklich das Thema lustvoll gebären zu nehmen. Und habe recherchiert, gibt es hier Frauen? Ich habe dann auch Aufrufe gestartet, auch übers Internet und über Vernetzung. Ich hatte Frauen gesucht, die lustvolle Geburtserfahrungen gemacht haben. Und habe tatsächlich einige gefunden, und die haben mir geschrieben, und ich habe denen Fragebögen geschickt, um so ein bisschen rauszufinden, wie haben die sich darauf vorbereitet, ja? Woran lag das, dass die das so anders erlebt haben als so viele andere Frauen? Und das fand ich ganz spannend. Ich habe eine Dissertation gefunden von einer, ich weiß gar nicht mehr, ob sie Amerikanerin oder Kanadierin war. Jedenfalls hat die auch über dieses Thema geschrieben. Und so gab es schon einige Informationen darüber. Das war eine sehr spannende Zeit, da einfach zu recherchieren. Und das ist einfach weiter zu meinem Thema geworden, weil ich gemerkt, da bin ich einfach begeistert für, weil ich entdeckt habe einfach dieses Potenzial und auch gespürt habe, wie wahr das ist, dass das Potenzial von Geburt eigentlich ein wundervolles ist und ein potenziell ekstatisches. Und ich glaube, dass wir eigentlich dafür gemacht sind, wirklich in Freude und Leichtigkeit und Schönheit zu gebären. Dass es schon auch Arbeit ist, das ja. Und auch herauszufinden, woran liegt das denn, dass das so oft nicht klappt und dass die meisten Frauen das anders erleben. Und was mir wichtig ist, ist, dass das nicht zu einem neuen Dogma wird. Jetzt müssen wir das auch noch als Ziel haben, dass wir auch noch einen Orgasmus bei der Geburt haben. Ja, auch das noch. Noch mehr Stress. Das will ich gar nicht so verstanden wissen. Ich möchte eher das Feld so ein bisschen öffnen. Das Geburt wird so oft in die Horrorecke gedrängt. Und das muss es gar nicht sein. Ja? Und dass man sieht, was für eine Bandbreite Geburt haben kann. Es kann von ganz schlimm leider, ja, bis total ekstatisch sein. So gibt es tatsächlich Frauen, die Geburten als ekstatisch, orgasmisch erleben, die sogar wirklich einen Orgasmus während der Geburt haben. Und ich finde nicht, dass das ein Ziel sein sollte. Das kann ein wunderbares Geschenk sein, ein Nebeneffekt. Aber das als Ziel zu machen, das ist wie wenn du ins Bett gehst und sagst, ich will jetzt unbedingt einen Orgasmus haben. Das ist gerade für Frauen, für Männer ist es oft leichter, aber für Frauen oft ein bisschen schwer, wenn es so zielgerichtet ist. Ja? Also es ist mehr etwas, was entstehen kann aus einem inneren Raum. Musik.